Doch, es geht noch genauer. Also wir haben jetzt ein ganz großes Bild gehabt, der S&P knapp 80 Jahre zurück, 100 Jahre und im Prinzip auf Monatsbasis. Aber wir haben auch hier die Möglichkeit, einzelne Tage- und Intraday-Verläufe zu analysieren und auszuwerten. Und das gibt uns eben die heutige IT an die Hand, um sowas zu machen. Und da zeige ich Ihnen auch nochmal einen Chart zum Euro-US-Dollar im Intraday-Chart die letzten 10 Jahre zurück. Ich gebe Ihnen auch gleich noch andere Tools, die sind ein Stück weit fresher. Aber da ist auch einfach zu sehen, okay, Euro-US-Dollar während der Asia-Session, also von 0 Uhr bis 4, 5 Uhr, eher so ein Stück weit steigend. Und dann geht es 5, 6 Uhr, bevor dann auch gegen 8, 9 die Engländer dazukommen, stark zurück oder der europäische Markt viel mehr als erstes, gibt es den Spike nach unten. Und dann mit der European Session fängt es an, dass das rein statistisch so ist, dass Euro-US-Dollar praktisch einen positiven Tagesbias hat. Also da würde ich natürlich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen und sagen, Euro-US-Dollar steigt jeden Morgen ab 9. Aber anhand der Auswertung gut erkennbar, dass es auch in einzelnen Stundenperioden gibt, wo es eben spannend wird und Euro-US-Dollar zur statistischen Stärke neigt. Und in Sachen Preis-Performance haben wir auch noch die Volatilität und die zeigt sich hier auch sehr beeindruckend. Das heißt, man sollte natürlich wissen, wann man handelt. Ja, also gerade am Forex-Markt ist es ja auch so, dass die Asia-Session relativ dünn ist. Ich meine, wir haben Japan, China, die ozeanischen Staaten, also Australien, Neuseeland, die natürlich mitmischen, aber die bei weitem natürlich nicht das Volumen, wie zum Beispiel die Londoner City an den Start bringt oder eben Europa, wo praktisch dann das größte Handelsvolumen zusammenkommt. Und wir sehen auch hier, dass praktisch ab 8, 9 Uhr die Volatilität ansteigt und dann zum Nachmittag, wenn der US-Markt dazukommt im vorbörslichen Handel, gerade 14:30 US-Zahlen, also Konjunkturdaten, oder 16 Uhr auch sehr häufig, dass die Volatilität da extrem anspringt. Und das auch sollte man im Hinterkopf haben, wann man eben am Währungsmarkt aktiv ist. Es macht in meinen Augen wenig Sinn, es sei denn eine Notenbanksitzung 23 Uhr in Neuseeland, mitteleuropäischer Zeit, könnte man handeln, da bewegt sich der Kiwi auch ein Stück weit. Aber ansonsten, Sie sehen ja, ab dem Nachmittag, ich spreche jetzt speziell so von 16, 17, 18 Uhr, geht die Volatilität massiv zurück. Und wer da versucht, im Intraday-Bereich was sich rausschneiden zu wollen, der ist besser am US-Aktienmarkt aufgehoben als am Forex-Markt. Und das sollte man auch wissen, um praktisch einfach eine statistische Grundlage zu haben, wann man denn handelt. Und wir leben hier in Europa eigentlich am perfekten Standort. Wir haben mit dem European Opening 9 Uhr bis 17:30 Xetra Schluss DAX eigentlich eine ganz tolle Zeitspanne, die wir als Händler eigentlich wunderbar nutzen können, um praktisch da uns zu bewegen. Und ohne Volatilität, Bewegung haben wir keine Chance, an den Märkten was zu verdienen. Aber wir haben Volatilität in dieser Phase und das ist eben sehr, sehr interessant. Was mit China passiert, ob die da uns aus Asien noch mal ein Stück weit was reinbringen in den nächsten Jahrzehnten, man weiß es nicht, aber grundsätzlich ist das jetzt der Sachbestand oder der Tatbestand und das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das waren jetzt die Stundenentwicklungen. Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Wochentagen, das ist auch ganz interessant. Euro-US-Dollar auf Tagesbasis, da sehen wir, und das ist jetzt einfach der 10-Wochen-Durchschnitt. Ja, das ist also was, wo man, je nachdem, wie weit man den statistischen Rahmen ausweitet, desto mehr verwandelt sich das. Das ist der 10-Wochen-Durchschnitt, der uns jetzt sagt, dass der Dienstag rein Volatilitätsbetrachtet beim Euro-US-Dollar jetzt nicht das Brett ist. Ist auch ein Stück weit älterer Chart, gebe ich zu, weil die Volatilitäten sind beim Euro-US-Dollar unlängst gefallen. Aber generell haben wir hier praktisch im 10-Wochen-Durchschnitt die Maßnahme, dass es am Dienstag relativ arm ist mit Volatilität und am Donnerstag relativ hoch. Das erklärt sich auch einfach vor dem Hintergrund, dass wir am Donnerstag, Sie wissen es, die EZB-Sitzung haben und auch die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe jeden Donnerstag 14.30 Uhr bekommen und andere Konjunkturdaten. Letztlich haben wir am Donnerstag einen großen Newsflow, der den Euro-US-Dollar rein statistisch eben hier am höchsten ausschlagen lässt. Und das übrigens schon seit vielen, vielen Jahren. Also der Donnerstag ist schon immer der volatilste Tag beim Euro-US-Dollar, wenn man denn da News-Trading oder eben Handel betreiben will. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal, dann gehen wir gleich mal richtig in die statistischen Geschichten, den Euro-US-Dollar-Volatilitätschart auf Jahresbasis, besser gesagt auf Sicht der letzten 5 Jahre. Und da ist klar erkennbar, dass wir im Jahr 2012, und das war eine schwierige Zeit, bis 2014, Sie sehen es ja, eine massive Kerbe haben in der Volatilität. Und da hat sich Euro-US-Dollar an manchen Tagen nur 30 Pips bewegt. Das weiß ich, weil ich da selber aktiv war und fast verzweifelt bin. Das heißt, man hat eine Spanne von 30 Punkten umgemünzt auf den DAX. Und was will man sich da rausschneiden, wenn man eine Trendbewegung sucht? Da passiert nicht viel. Und das war sehr, sehr dramatisch. Und das ging wirklich bis 2014 Sommer. Warum gab es dann plötzlich den Spike nach oben? Ja, weil die US-Notenbank praktisch eine klare Richtlinie in Sachen geldpolitischer Ausrichtung an den Mann gebracht haben. Die haben ja auch schon seit vielen Jahren, also seit 2014, vorbereitet, dass sie die Leitzinsen anheben werden und quantitativ Easing einstellen werden. Und das führte dazu, dass die Volatilität wieder anzog. Und das war sehr schön und auch wunderbar. Doch wenn Sie jetzt schauen, was passiert aktuell, die Volatilität geht schon wieder zurück. Und jetzt auch in ein Maß, wo ich sage, wir sind unter 100 Pips am Tag, in Richtung 90. Und das ist natürlich schon was, wo ich sage, es ist auch schon langsam wieder an der Zeit, dass Euro-US-Dollar anzieht.